Herr Prunger, Sie sind Leiter dieses Museums in Regen. Wenn Sie sich dann kurz eben vorstellen. Genau, also ich bin Roland Pongratz, stamme aus Regen im Bayerischen Wald, habe in Passau studiert, Volkskunde, Musikpädagogik und Geografie und habe mich nach meinem Studium selbstständig gemacht mit einem eigenen Büro, einem Kulturbüro. Das heißt Kultur und Konzept und beschäftigt sich vorwiegend mit Kulturwissenschaft und Kulturmanagement. Und im Zuge dessen übernehme ich auch verschiedene Dienstleistungsaufträge für Kommunen oder Firmen. Also das ist ganz unterschiedliche Auftraggeber und unter anderem gibt es eben einen Dienstleistungsvertrag zwischen der Stadt Regen und mir, wo es drin heißt, dass ich das Niederbayerische Landwirtschaftsmuseum leite.